Silberkurs billig oder teuer? Wie kann ich günstig Silber kaufen? Dieses faszinierende Metall, das kaum bekannt ist als Investment, das sehen wir uns heute in Faszination Freiheit an. Ich begrüße Sie aus der Schweiz, habe mir ein sehr großes Silberdepot an einem der sichersten Orte der Welt im St. Gotthardsmassiv angeschaut, dazu mehr am Schluss des Videos. Aber jetzt erstmal Silber, was hat es damit auf sich? Silber ist sehr, sehr interessant, ein paar Merkmale hierzu. Es ist zum einen 100% Sachwert, es ist kein Papier wie beispielsweise Bankguthaben, Lebensversicherung oder ein Euroschein, was einfach nur ein Stück Papier und Versprechen ist. Silber ist wirklich ein schwerer, reiner Sachwert. Es ist ein Krisenmetall, bietet Inflations- und Währungsreformschutz und ein Industriemetall, also sehr interessant, was elektrische und Wärmeleitfähigkeit und Reflexionsvermögen bedeutet. Häufige Frage ist dann häufig, naja, aber Gold kenne ich ja eigentlich eher als Silber. Ist es dann nicht interessanter, wenn ich Gold kaufe? Ganz interessant, wenn wir uns hier mal das langfristige Gold- und Silber-Ratio anschauen, also wenn wir Gold durch Silber teilen, dann liegen wir aber aktuell bei ca. 80 und ja, langfristige Durchschnitt bzw. eher günstig, wo man eher Gold kaufen sollte, war bei 1 zu 15 und aktuell liegen wir deutlich darüber, das spricht auch eher für Silber. Und das ist trotzdem interessant, denn Silber wird zu 80% verbraucht, während es bei Gold nur ca. 10% sind. Und das liegt einfach daran, weil Silber, weil wir es jeden Tag in so vielen Produkten benötigen und bei Gold ist das eben kaum der Fall, trotzdem Silber extrem günstig. Und ja, ist der aktuelle Silberkurs von dem her günstig oder niedrig, dann ist einfach mal interessant, wie viel braucht man im Schnitt, um eine Unze Silber aus der Erde herauszuholen. Da liegen wir bei knapp 15 Dollar und das ist, da sind wir nur etwas mit den aktuellen Kursen insgesamt darüber, das spricht dafür. Jetzt sehen wir hier einen Chart von marktdaten.de, da sieht man mal den Silberkurs, also der obere Silberkurs, der offizielle Kurs und dann darunter dann der abgezinste Silberkurs und dann der ist nämlich viel interessanter an sich, denn es ist immer relativ zu Geldmenge und Wirtschaftswachstum, von dem er mit der Inflation hier abgezinst und mit der Schatteninflation, mit der Wareninflation, weil unsere Inflationsraten werden ja so hingebogen, wie damit eben die Zahl herauskommt, die gewünscht wird und da werden bestimmte Sachen dann reingenommen und andere Sachen werden dann rausgenommen. Wenn man die Schatteninflation nehmen würde, würde man sehen, dass Silber noch viel, viel günstiger ist und als kluge und clevere Investoren kaufen wir natürlich günstig ein und nicht auf den Höchstständen, so wie es die meisten machen, wie beispielsweise die Aktienstände, die einen hoch nach dem anderen haben und dann mehr und mehr Anleger hereingehen. Wir investieren lieber in dem, was günstig und billig ist, denn damit fahren wir langfristig viel besser und damit verbrennen wir kein Geld, sondern machen damit sehr, sehr gute Gewinne. Ja, wie kann man jetzt Silber kaufen? Für die Krisenabsicherung vor Ort. Die 1 Unze Münzen sind da sehr interessant von seriösen Edelmetallländern wie beispielsweise Pro Aurum, wie österreichische Philharmoniker, der kanadische Maple Leaf sind hier sehr interessant. Meiden Sie unbedingt Banken, die haben kein Interesse daran, in Gold und Silber zu verkaufen. Die werden auch vermutlich sehr komisch reinschauen. Aus Unwissenheit oder weil sie gar nicht wollen, dass sie in Gold und Silber investieren, meiden Sie Banken. Die sind auch sehr, sehr teuer. Die haben häufig Abschreckkurse, was sie teilweise auch schon indirekt zugeben, weil sie gar nicht wollen, dass normale Anleger bei ihnen in Edelmetalle hineingehen, wo sie dann nicht wissen, ob sie jedes Mal oder ob sie jemals wieder diese Edelmetalle sehen und damit wieder ein neues Geschäft mit diesem Kunden machen können. Und sehr interessant, gerade auch wenn man mehr hier investiert und das sehen wir uns demnächst dann auch an, aus gegebenen Anlass, das sind Zollfreilager, wo Sie dann ohne Mehrwertsteuer investieren können, weil normalerweise haben Münzen und Bar nämlich Mehrwertsteuer, macht das Investment also teuer, weil diese bekommt man nicht zurück und man hat natürlich Preisvorteile, wenn man in große Barren investiert und nicht in ganz kleine 1 Unze Münzen, sondern richtig schwere Barren insgesamt. Ja, und aus diesem Anlass, weil Silber aktuell wirklich sehr, sehr attraktiv ist als Einstieg und ich auch recherchiert habe und das ist einer der besten Anbieter, kenne ich schon länger. Jetzt war ich, wie gesagt, hier auch vor Ort, gerade eben noch im St. Gotthardsmassiv. Ich nehme hier mal eine kleine Vorschau von dem Video, das ich am Dienstag zeigen werde beim nächsten Community Geldtraining und zwar diesmal am Thema Silber. Da haben wir mehr Zeit als hier, uns mal richtig intensiv hier einzuarbeiten. Das wird sehr, sehr spannend. Seien Sie damit dabei. Sie werden sich selber und mir danach dankbar sein. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Haben wir wirklich mehr Zeit und dieses faszinierende, interessante, wenig bekannte Investitionsmetall anzusehen. Ja, teilen Sie gerne diese Informationen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal, damit Sie keinen unserer Tipps und Tricks verpassen. Oder von dem Video auch mit Ihrer E-Mail-Adresse eintragen, wenn Sie noch nicht dabei sind. Ganz wichtig. Und ja, leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Wie gewohnt, Ihr Thorsten Wittmann. Stelle sicher, dass du den YouTube-Kanal jetzt abonnierst. Denn so erhältst du bei jedem meiner neuen Videos eine Benachrichtigung bei Veröffentlichung eines neuen Videos. Und mit diesem simplen Klick unterstützt du unsere Community, meine Message und diesen Kanal.
Ich würde das sehr schätzen und freue mich auf dich beim nächsten Video. Klicke jetzt auf Abonnieren.